Okay. Ja, der Teilnehmerraum füllt sich. Ich glaube, so langsam trudeln jetzt alle aus dem Warteraum ein. Und dann heiße ich Sie herzlich willkommen zu diesem sechsten und abschließenden Abend in unserer Reihe Ökologische Transformation Osteuropa im globalen Umweltwandel. Mein Name ist Eva Maurer von der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek. Mit mir hier ist Alexander Vorbruck vom Geografischen Institut der Universität Bern. Wir sind beide hier an der Hallerstraße in Bern, wo unsere Institutionen auch angesiedelt sind. Wir haben im Herbstsemester eben diese gemeinsame Reihe zusammen veranstaltet und schon im Rahmen von diesem Thema ganz unterschiedliche Orte besucht, von Zentralasien bis in die Arktis, von Tschernobyl in Belarus bis zu den rumänischen Karpaten, und haben also eigentlich schon einen sehr weiten Bogen geschlagen. Wer etwas verpasst hat, der kann das gerne auf unserer Homepage nachschauen. Wir haben Videos und Podcasts zu jeder Veranstaltung. Wir haben uns einerseits historisch mit dem Thema befasst, also auch die verschiedenen und sehr, sehr mannigfaltigen eigentlich auch Hinterlassenschaften der sowjetischen Industrie- und Umweltpolitik angeschaut, überhaupt der sozialistischen Prägung dieses Raumes, wie sich das auf heute auswirkt. Wir sind aber auch in die Gegenwart vorgedrungen und haben uns mit dem sehr komplexen und ambivalenten Bild beschäftigt, was sich im Moment im Umweltbereich in Osteuropa bietet. Im letzten Vortrag vor 2 Wochen war Mariana Popereszkaja aus Nottingham hier bei uns, also hier bei uns online natürlich, und hat uns eingeführt in den medialen Diskurs in Russland zum Klimawandel. Und ich glaube, das war eine sehr gute Vorbereitung eigentlich für dieses Thema, was wir heute Abend haben, für diesen Roundtable, den wir heute abschließend haben und auf den ich mich sehr freue. Alexander wird Ihnen gleich ein bisschen die einzelnen Teilnehmenden des heutigen Abends vorstellen. Ich möchte vorab noch ein paar Formalien anbringen. Wir haben uns gedacht, dass wir ungefähr so eine Stunde in diesem Podium diskutieren und das danach fürs Plenum öffnen. Also notieren Sie sich Fragen. Sie können gern auch schon während der Veranstaltung eben Fragen in den Chat stellen, wie üblich. Wir werden das dann moderieren und an die Teilnehmenden weitergeben. Sie können, also wir werden den Abend auf Deutsch und Englisch gestalten, je nachdem, welche Präferenz die einzelnen Teilnehmenden haben. Ich denke, wir werden uns alle verstehen und sonst können wir alle übersetzen, auch wenn es einmal etwas auf Russisch ist. Und freue mich auf einen spannenden Abend. Vorab, weil es auch die letzte Sitzung ist, die letzte in diesem Jahr, möchte ich hier einigen Personen danken, die diese Reihe überhaupt haben möglich gemacht. Und das sind zum Ersten hier unsere Hilfsassistierenden Aline Wicki, Marco Hunziker und Melina Weiß, die sich um die ganze Technik und das Internet und so weiter dieses Semester gekümmert haben und hier eine große Arbeit geleistet haben. Außerdem möchte ich auch Mirko Winkel und Basilio Ferrante vom Geografischen Institut danken, die uns ebenfalls technisch sehr unterstützt haben, weil Sie kennen das ja alle, wenn Sie dieses Semester unterrichtet haben oder was zugehört haben. Es ist eine technische Herausforderung und wo man sehr froh ist, wenn man Support hat. Wir möchten uns auch bei der Uni Bern bedanken, die diese Veranstaltungsreihe im Rahmen des Programms der Förderung interdisziplinären Veranstaltungen unterstützt. Ja, und damit übergebe ich an Alexander, der uns jetzt mal in den Abend führt und uns die weiteren Teilnehmenden des Abends vorstellt. Herzlich willkommen auch von mir und herzlich willkommen an unser großartiges Panel. Wir hatten Alexandra Koroljowa mit angekündigt und hatten auch bis gerade noch mit ihr gerechnet. Sie ist nicht zu uns gekommen. Wir hoffen, es geht ihr gut und wir werden den Abend jetzt mit 3 Panel-Teilnehmenden gestalten, die ich gerade kurz vorstellen möchte. Mit uns heute sind Angelina Davidova, die als Journalistin arbeitet, vor allem zu Umwelt- und Klimathemen. Damit hat sie früh begonnen, schon in den späten 90er Jahren, war damit eine der wirklich frühen Journalistinnen, die zu diesen Themen gearbeitet hat, als die noch weniger etabliert waren, gerade auch in Russland. Schreibt heute für sehr wichtige russische und auch internationale Zeitungen und gehört damit zu den renommiertesten Umweltjournalistinnen in Russland. Sie macht nicht nur Journalismus, sondern lehrt auch an Hochschulen, arbeitet mit diversen NGOs zusammen,
ist zwar Teil recht unterschiedlicher internationaler Programme, hat unter anderem auch einige Jahre oder viele Jahre mittlerweile auch die UN-Klimaverhandlungen beobachtet und begleitet. Herzlich willkommen, Angelina. Kirill Savin ist Leiter des Ukraine-Ressorts der Deutschen Welle und auch im Rahmen der Deutschen Welle Akademie für deutsch-ukrainische Trainingsprogramme im Bereich des Journalismus auch zuständig. Zuvor war Kirill Leiter des Länderbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, wo Ökologie neben Demokratie und neben Gender eines der drei Hauptthema der Arbeit dieser grünen politischen Stiftung in der Ukraine. Zuvor hat Kirill auch schon für die Deutsche Botschaft in Kiew gearbeitet, bringt also auch viel Erfahrung mit in so ganz unterschiedlichen Bereichen der institutionellen, transnationalen Zusammenarbeit. Heino Meesen, herzlich willkommen auch dir, Kirill. Heino Meesen hat ein Heimspiel hier heute, ist von der Uni Bern, arbeitet hier am Center for Development and Environment und beschäftigt sich mit transdisziplinären ökologischen Forschungsthemen, hat dabei auch schon mit sehr unterschiedlichen Partner- und geldgebenden Institutionen zusammengearbeitet, unter anderem mit der DESA, der Direktion Entwicklung und Zusammenarbeit in der Schweiz und dem Pendant der GIZ in Deutschland, mit der EU, der Weltbank und einigen Städten, Ministerien, NGOs, sowohl in osteuropäischen als auch in westeuropäischen Ländern und bringt von daher eben viel Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Institutionen und unterschiedlichen anderen Institutionen mit. Auch in der Hochschullehre, da hat er schon unterschiedliche Projekte gehabt, die kollaborativ waren zwischen Studierenden, aktuell zum Beispiel eins zwischen Schweizer und ukrainischen Studierenden in den ukrainischen Karpaten. Herzlich willkommen an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir haben euch jetzt ja alle schon vorgestellt als Personen, die in unterschiedlichen Bereichen, im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt transnational arbeiten und möchten euch die Gelegenheit geben, nochmal selbst euch bitten, euch selbst nochmal mit eurer Arbeit vorzustellen und gerade diesen Aspekt der transnationalen Zusammenarbeit darin. Vielleicht gerne gerade in der Runde, wie wir angefangen haben, Angelina, wenn ich dich bitten darf. Also schon guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine sehr große Ehre, dass ich heute Abend dabei sein könnte. Ich würde heute Abend aber eher Englisch reden. Ich habe auch heute früher ein Panel auf Englisch moderiert über EU-Russland-Kooperation von zivilgesellschaftlichen Akteuren im Klimabereich. Und deswegen in meinem Kopf steht ein bisschen jetzt so eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Das wird vielleicht eher einfacher. Aber also verstehen kann ich auf jeden Fall ganz gut und ja, heute auch. Aber im Moment geht es vielleicht eher besser auf Englisch. Thanks again. If I speak about transnational work and international cooperation in the area of climate that I do, I'd like to emphasize a number of areas that have been particularly active. On one hand, as Alexander has already mentioned, I'm a journalist and I'm a communicator. So I'm someone who tells stories. And I very often tell stories to the Russian audience in various aspects, in media, in public lectures, in trainings, to journalists, to general public about what's happening on climate and environmental area and on climate agenda and environmental agenda in elsewhere, in the EU, in other countries around the world. But I also bring the stories about what's happening in Russia to international readers and to international audience. So I would say this is one level. Another level is that I'm also a director of an NGO, which is trying to develop international cooperation between civil society actors in the area of environment and climate. And we're based in St. Petersburg, Russia. This is where I'm also am now. And we work with a number of actors, many of them in Germany, some of them in Switzerland, some of them in France, some of them in Finland, and mainly the European countries.
And I'm also, as I already mentioned, I'm very active in the academia. I'm not a full-time professor, but I very often give guest lectures. Before the COVID, I used to travel a lot and give a lot of lectures in a number of universities in Germany and the US. And also spent quite a lot of time in the US recently, being a Humphrey Fellow in 2018 and 2019. And well, I've probably forgotten something, but the last thing to add is that indeed since 2008, I've been an observer with the UN climate process, so UNFCCC. And yeah, so that has been another aspect of my international involvement. Thank you. Ich bin an der Reihe, glaube ich. Wie Alexander mich schon vorgestellt hat, bin ich tatsächlich Ländermanager für die Ukraine, tätig für die Deutsche Welle Akademie. Und ich bin da viel bescheidener als meine Vorrednerin, weil bei mir gibt es da nicht so viele andere Gesichter sozusagen, Aktivitäten. Was wir machen, ist ja im Grunde genommen Medienentwicklung in der Ukraine. Aber zu unserem Auftrag gehört ja nicht nur Medienentwicklung, sondern auch Medien für Entwicklung. Und da sind bestimmte Themen uns wichtig, die wir grundsätzlich relevant und wichtig halten für die Demokratieentwicklung im Land wie die Ukraine. Und da gehört sicherlich auch das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt generell dazu, neben anderen wichtigen Themen wie Geschlechterdemokratie, wie Menschenrechte und so weiter. Und wir schulen Journalisten und bereiten Journalisten vor, auch thematisch zu diesen Themen, weil wir schon lange feststellen, dass journalistische Ausbildung in der Ukraine ist zwar ein bisschen veraltet und sehr akademisch lastig, aber grundsätzlich relativ auf dem guten Niveau. Aber in bestimmten Nischenthemen, wie auch zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umwelt und einige andere auch, da fehlen den lokalen Journalisten sehr oft die Fachkenntnisse oder auch die Sensibilisierung zu bestimmten Problemen. Und da versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten, sie ein bisschen vorzubereiten, zu sensibilisieren, auch ein bisschen breiteres Bild zu zeigen, dass die Umweltprobleme natürlich nicht an der Grenze der Ukraine enden und dass da auch globaler Kontext gibt. Das gehört alles zu unseren Aufgaben und daher kann ich heute, glaube ich, auch mitreden. Vielen Dank dafür. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Na, vielleicht kann ich da mal einen kleinen Bezug herstellen zu Herrn Savin, eben Journalisten. Also ich bin weniger eine öffentliche Persönlichkeit hier in der Schweiz und auch international, außer wir haben mal in Konferenzen dann Auftritten mit diesen Projekten. Aber zum Bezug zu lokalen Journalismus, da sind wir mit unseren Projekten dann manchmal in der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, solche Pilotprojekte vorzustellen vor Ort. Und da haben wir bis jetzt zum Beispiel in Georgien und Armenien immer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn dann lokale Journalisten über uns berichten. Und das ist dann sehr wichtig, um auch zu kommunizieren, wenn wir dann kleine Artikel haben mit unseren Partner-NGOs in der Hauptstadt. Was machen da solche Organisationen der in dem Falle Transitionszusammenarbeit? Das nur so als Hin dazu, dass ich dann auch schon mal als öffentliche Person weniger hier als auch vor Ort bei der Vorortarbeit mit Journalisten zu tun haben. Ja, was ich versuche hier einzubringen, ist Nachhaltigkeitsforschung. Eben, ich bin vielleicht ein nicht ganz typischer Universitätsangestellter, arbeite am Center for Development and Environment, also dem Nachhaltigkeitszentrum an der Uni Bern. Und wir haben sehr viele Projekte natürlich im Kanton Bern, werden da angesprochen und auch für die Schweiz. 100 Angestellte, das ist ein ziemlich großer Laden. Und wir machen weltweit auch Forschung in der Entwicklungszusammenarbeit, methodische Forschung. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren an diesem CDI, an diesem Nachhaltigkeitszentrum, in einer kleineren Abteilung, die sich eben mit
Transitionszusammenarbeit beschäftigt. Das ist der typisch das Kauderwelt der Entwicklungszusammenarbeit, so heißt in der Schweiz die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Ländern, also ehemalige Sowjetunion und die neuen EU-Mitgliedstaaten im Osten. Ich bin Landschaftsökologe, also komme mehr vom Naturschutz im Prinzip. Jetzt sind die Projekte viel breiter gefächert und habe vorher auch lange für internationale NGOs gearbeitet. Das kenne ich auch. Also ich bin nicht so der typische Forscher, der immer an Universitäten gearbeitet hat. Ja, zum Raum Osteuropa, da arbeiten wir mit Universitäten zusammen im postsozialistischen Raum. Fokus im Moment ist in Zentralasien und der Kaukasus. Und seit langem auch mal wieder, ich habe dann schon 1991 angefangen, zu Energieprojekten in der Ukraine zu arbeiten. Und seit neuestem haben wir jetzt auch ein sehr very local Projekt in der Ukraine. Der Alexander hat es schon gesagt, also in der Karpatenregion. Da komme ich vielleicht bei den anderen Fragen noch dazu. Und ansonsten haben wir schon, oder vor allem ich persönlich, fast in allen ehemaligen Republiken der Sowjetunion gearbeitet. Da muss man auch dazu sagen, vielleicht, dass ich mal ein Stipendium hatte vom DAAD und damals in den 80er Jahren mal 2 Jahren in der Sowjetunion gearbeitet habe, Russisch kann und deswegen auch so ein bisschen einschätzen kann, mit was auf einer Vergangenheitsbewältigung wir da zu tun haben bei Projekten in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ja, als letztes Wort, ich komme da vielleicht noch bei den konkreten Projekten dazu. Mein Arbeitsgebiet ist angewandte Forschung und Implementierung von Pilotprojekten, auch in der Lehre, also möglichst angewandt und praxisnah. Englisch ist das so der Bereich bei uns, Action Research and Implementation, also dass auch vor Ort, also dass nicht nur geforscht wird, sondern vor Ort was stehen bleibt für die lokalen Partner. Das ganz kurz vielleicht. Ja, vielen Dank für diesen Einstieg, wo ich mir schon ganz viele Notizen gemacht habe. Ich fand das jetzt schon sehr spannend, weil schon ganz deutlich von Ihnen angesprochen wurde, mit wie vielen unterschiedlichen Ebenen und Akteuren Sie es eigentlich zu tun haben, so quasi vom Lokaljournalisten in Georgien bis zum UNO-Klimaprozess. Und mich würde jetzt interessieren, wie Sie mit diesen verschiedenen Ebenen umgehen, also sagen wir die Akteursebene, die so vom Lokalen über das Regionale gehen, das Nationale, das Politische, dann aber auch die Internationalen. Wo arbeiten Sie praktisch in Ihren eigenen Projekten? Wo sind so Ihre Ansatzpunkte? Vielleicht können Sie ein bisschen aus Ihren Erfahrungen erzählen. Wo sehen Sie da Potenziale? Wo wird es dann aber auch schwierig? Gibt es Ebenen, wo es leichter ist für Sie anzusetzen oder wo sich der Kontakt schneller ergibt? Oder andere, wo Sie sagen, ja, da haben wir wie gar keine Hebelwirkung oder das ist etwas, wo ich mit meinen Projekten gar nicht andocken kann oder was ganz unabhängig von unseren Projekten vor sich hinläuft? Ich überlasse Ihnen, wer hier anfängt. Ja, vielleicht kann ich gleich anschließen mit der lokalen Ebene. Ja, wir versuchen eben oft zunächst so eine Grundlagenforschung, das ist auch ein großes Wort, anzufangen in Projekten vor Ort, also in, sagen wir mal, ein Dorf in Georgien zu gehen, Lago Dechi heißt der Bezirk, meistens im Berggebiet und im ländlichen Raum und dann mit den Leuten zunächst mal zusammen zu identifizieren, wo die Hauptprobleme liegen. Wir sagen dann Ustoychivoje Razvitie, also nachhaltige Entwicklung, aber das ist dann also ziemlich Schall und Rauch, diese Worthülsen für die Leute vor Ort. Meistens kommen wir dazu, Herausforderungen zieht auch nicht, sondern es geht um Probleme, die da sind im sozialen Leben, Migration, die drei großen Ws, wie ich immer sage, Wasser, Weide und Waldnutzung. Und wir versuchen dann, solche Probleme zu identifizieren und nachzufragen, aber eben nicht nur, das große Wort wäre transdisziplinäre Forschung, also nicht nur zu identifizieren, zuzuhören, Service zu machen, sondern auch konkrete Projekte zu implementieren, also unser Expertenwissen zusammenzubringen mit, man sagt so mit dem Großbegriff, traditionelles Wissen, also dass der Wasserbauingenieur von vor Ort mit uns an die Wasserfassung geht
und sagt, wie er es jetzt machen würde. Das heißt, eine Priorität ist, dass die Leute daran teilnehmen oder quasi mit die Forschungsziele setzen und nachher davon auch profitieren, was wir anziehen. Da haben wir auch einen großen Begriff, das ist mehr in der Publikation dann darüber, das sind im Grunde Pilotprojekte oder Leuchtturmprojekte. Wir nennen das Transformative Pilot Activities. Das heißt, die Leute identifizieren, wir forschen dazu und dann kommt auch eine Implementierung von einem konkreten Projekt, meinetwegen Reparation einer Wasserleitung, eben was oder ein Weidemanagement-Konzept zu machen. Und das bleibt dann auch da. Manchmal ist es auch eine Ökotoilette, die als Vorzeigeprojekt da stehen bleibt. Also dass da vor Ort was ist. Und mir ist da auch immer viel wohler. In der Forschung ist das auch eine Sache, die dann budgetrelevant ist. Man muss auch ein bisschen Geld dafür haben. Aber wenn man nur immer fragt und Surveys macht und dann sagen die Leute, ja und? Und dann kommt eben der lokale Journalismus rein. Wir machen dann, wobei ich ganz wesentlich sagen muss, wir arbeiten auf der lokalen Ebene dann nicht nur mit den Uni-Forschern und den Studierenden, sondern auch mit der Lokalregierung und einer NGO. Und diese NGO macht dann die Kommunikation nach oben, also dass man auch in die Hauptstadt, jetzt in Georgien, nach Tbilisi oder nach Jerewan geht, im letzten Projekt, und diese Leuchtturmprojekte dort quasi propagiert. Und da gibt's Projekte, wo das gar nicht viel bringt, sondern das im Dorf bleibt. Es gibt aber auch Projekte, wo dann die Lokalregierung und die nationale Regierung aufspringt und Förderprogramme macht, um diese Projekte zu fördern. Ja, das vielleicht für die lokale Ebene, aber Forschung oder mit dem großen Wort transdisziplinäre Forschung auf lokaler Ebene. Ich kann es vielleicht weitermachen. Aus meiner Erfahrung, die Kooperationen und Kollaborationen im Umweltschutzbereich sind am einfachsten auf der Nichtregierungsebene. Da, wo es um Aktivisten geht, da funktioniert es fast immer unproblematisch. Man versteht sich auch über die Landesgrenze hinaus. Ich kenne viele gute Beispiele der so gut wie nicht existent. Auch die Fördermittel kann man ans Land ziehen. Und bei Umwelt-NGOs, da sind richtig Aktivisten, die fürs Thema Umwelt und Nachhaltigkeit alles machen werden. Deswegen ist das fast nie ein Problem. Problematischer wird es auf der Ebene Unternehmen, Business. Vor allem, wenn Umweltfaktor im Kostenfaktor sozusagen ist. Beispiel, schöne Stadt Mariupol an Asowischen Meer. Da hat Herr Achmetow, bekannt als der reichste Mann in der Ukraine, zwei große und ziemlich schmutzige Metallurgiewerke, die natürlich Umwelt verschmutzen, vor allem die Luft. Und da gab es ja mehrere lokale Initiativen, die mit dem Herr Achmetow bzw. mit seinem Manager da ins Gespräch gekommen sind, dass er vielleicht Filter da installiert, weil es sonst natürlich für die Einwohner ziemlich schwer und vor allem gesundheitsschädlich ist, diese Luft einzuatmen. Und natürlich, da läuft es ja alles schwierig. Für bestimmte symbolische Schritte sind solche wie Herr Achmetow gerne bereit. Vor allem, sie machen daraus eine riesen PR-Kampagne, dass sie da für ein paar tausend Euro irgendwas gemacht haben, irgendwelche Katalysatoren oder Filter eingestellt. Aber wenn es da um die große Investitionen geht, die schon überfällig sind, da ist es schwierig, weil auch natürlich der Staat da so eine neutrale Position nimmt, beziehungsweise versucht, das Ganze wegzusehen und zu ignorieren. Und wenn die Umweltaktivisten 1:1 mit ukrainischen Oligarchen da im Kampf sind, dann sind die Kräfteverhältnisse
zu Ungunsten der Aktivisten. Noch viel schwieriger empfinde ich die Kooperation oder Kollaboration auf der staatlicher Ebene beziehungsweise zwischenstaatlicher Ebene. Ich war der Zeuge von mehreren Klimakonferenzen, angefangen von, glaube ich, Poznań und bis Paris. Da war ich bei einigen. Und diese Verhandlungen sind sowas von mühsam. Und selbst die Teilerfolge, die wir so groß gefeiert haben, wie die Pariser Abkommen, wir sehen, wie leider sozusagen zahnlose Tiger sind, diese Abkommen. Zumal wenn plötzlich heißt es, dass größte Demokratie der Welt plötzlich entschieden hat, aus der Pariser Abkommen auszutreten. Zum Glück, hoffentlich wird es bald dann rückgängig gemacht, hoffen wir alle. Aber da kommt man mit sehr kleinen Schritten voran. Das sind diese drei Ebenen. Sozusagen, je höher man kommt, desto weniger Hoffnung soll man haben auf die schnelle Fortschritte. Damit höre ich auf. Angelina hat bestimmt viel zu erzählen aus ihrer Erfahrung. Well, thank you. I do have a lot of stories, but I'll try to concentrate on a few of them. Maybe I'll start with a few general thoughts. I think a few of you have already mentioned that it's not very easy now to work and to cooperate on environmental issues on political level. And I would agree to that. I would say that especially since 2014 and since the sanctions, most political contacts, like high level and middle level political contacts, have become much more complicated. So, I mean, there are still some taking place. And as I already mentioned before, for the last 3 days, and there was a very interesting conference which was taking place mostly online, but in a kind of a mixed format, online and offline. It was co-organized jointly by the European Commission office in Moscow and the Skolkovo Energy School. And the conference was on EU-Russia climate relations. And that was the first such conference ever to take place. And it was actually very open, very critical, but very open conversation. And I was amazed. So there's still some conversation going on, which is good news. A number of cooperation projects have been put on hold, but there are still some developing, and mostly not through like levels of administration, be it regional administration or federal administration, but mostly in large consortiums, saying federal authority, regional authority, and then maybe a large NGO player like WWF Russia, something similar. Like there are a number of such cooperation projects which are taking place in the Arctic region with the programs tackling issues of biodiversity in the Arctic, also analyzing climate threats and all similar kind of similar programs. So there are also the contacts in the area of environment and climate, I would say have largely intensified within the business community. So nowadays there are many more contacts and there are many more discussions and talks between representatives of various unions and associations with regard to the decarbonization agenda, sustainability agenda. And I believe one of the reasons for that is that those topics are becoming increasingly more important also for the Russian business players, and they are willing to listen to what companies are doing elsewhere. Now, civil society actors have already been mentioned, and I believe also this is where cooperation have been and is still taking place on a very large scale. Unfortunately, from the Russian context, the work of many NGOs who are also working with the European partners and international partners have been hampered by a number of recent legislation changes, from the legislation on foreign law, foreign agent law, to other similar legislation which restricts the work of Russian NGOs
receiving money from abroad or just cooperating with partners from elsewhere. However, there are still a number of projects going on. There's big interest from the side of the Russian NGOs to do something with their counterparts from elsewhere, mostly from Europe. And here I could bring in a platform which is called EU-Russia Civil Society Forum, which is a platform uniting more than 100 NGOs from both sides, so to say. And so this is one of such platforms that I would like to mention. And in the area of academia and research, there's still quite a number of projects going on. If we speak about our particular area, say sustainability, environmental and climate related research, luckily there's still a lot of research going on in the climate area, also in the Arctic area. I recently launched a podcast where I'll speak to international and Russian experts on various aspects of climate related debate. And in one of these podcasts, I will be speaking about international research in the Arctic. Like what's happening in the Arctic, what kind of international scholars are out there. And I speak a lot, for example, with Alfred Wegener Institute in Germany and a number of the researchers who regularly go to the Arctic, to the polar stations in Yakutia and who travel on the Polar Stern vessel to the Arctic. So that area, luckily, is still going on. So that I will not go too deeply, I'll just outline a number of very particular projects and maybe like lighten up some of the projects which I've participated in. I already mentioned the EU-Russia Civil Society Forum and the Skolkovo Conference, where today, just a few hours ago, I moderated a panel about civil society cooperation, like what civil society actors can do in these times in the climate agenda and also in the EU-Russia cooperation with that respect. I can also mention another project which I'm involved in. As you probably are aware, there's a large interest in the Russian context now towards sustainable urban development, because even though the general population in Russia is declining, urban population in Russia is growing and continues growing. And this is why we have growing cities. And this is why we have cities where there's a lot of construction and there's a lot of destruction of green areas. Cities which have issues with air pollution, with waste management, with wastewater management. And there's a lot of demand, also like professional and popular demand for more sustainable practices. And this is where there's a lot of demand for expertise and also exchange with other partners from other countries. And say next year, I will be curating a program in the Moscow Architecture School called Marsh. And that school is particularly interested in the sustainable development issues. And I will be curating a series of lectures of German speakers, architects, city planners, about sustainable city development and urban management practices. So, and the interest towards these topics is really high. Then another project which I've been involved in and which I actually helped to appear. This is also something very interesting. An issue of environmental information and access to environmental information is very high in Russia now. So it's probably one of the main urban priorities. People really want to know the air quality, the water quality, and all other environmental data. And very often they don't have access to that information. They might do, but then this information is also might not be reliable and it doesn't look reliable, or that information might not be clear, because it's very often that the city authorities would give this information in long Excel tables. And it's very hard to grab the essence. What does that figure particularly mean? So that fact brought to life quite a number of grassroots initiatives in many cities across Russia, from Krasnoyarsk to Chelyabinsk and from Moscow to Yekaterinburg, where people started measuring air quality themselves with, rather simple measuring devices, which mostly measure like three pollutants, PM2.5, PM10, and then maybe NOx. And then they connect all this data into a network and they put it on a map and they make their own like grassroots
maps of air pollution in the cities. This is especially relevant, and this is especially important for cities which still have a lot of industrial-related pollution or pollution coming from coal generation. Those within the Russian context would be cities like Krasnoyarsk or Chelyabinsk. But even in cities like Moscow and St. Petersburg, where most of air pollution comes from traffic, it is still very relevant because hyper-local air pollution data, this is very much required. This is what people need at the moment. And so like, we set a joint event and then it was a cooperation project with colleagues from the Deutsche Umwelthilfe. And the Deutsche Umwelthilfe, they were doing similar projects in the area in Stuttgart and around this area. Even though everyone knows that their air information is probably quite good in Germany, it, like the environmental experts said, well, it's still probably not good enough and it's not local enough. So they started a similar project with hyper-local environmental data, with giving out these special devices to people, which just they could measure the air quality themselves. And so we set up this cooperation project, and I believe both sides learned a lot from each other. And so nowadays, when you speak to the environmental activists from Chelyabinsk, they always tell the story how they went to Stuttgart, how they met the activists there, and how they integrated a lot from their software into what they do in Chelyabinsk. And I believe this was like one of these very useful projects where people are passionate about something, where people are doing something already, and they can learn a lot from each other. I'm amazed, and I also love how they keep telling the stories, how it all happened. And just probably the last project I would like to mention is that also as part of our NGO, the Office of Environmental Information, we're doing a project with a number of regional NGOs from rural regions in Russia, Udmurtia, Kalmykia, and some parts of Karelia. And we're trying to work out participatory programs of sustainable rural development. Urban development is in fashion now. Everyone speaks about it. But what about all these dying out rural areas? Can there be a way to provide any sort of sustainable development there? And we're also set up a project together with German partners and also partners from other areas of Europe. And we're trying to see and we're trying to work out plans. Unfortunately, most of the real travel has been canceled due to the COVID, but we're trying to continue our work online. So just a few examples. Mm-hmm. Yeah, for me, especially interesting was maybe also afterwards bilateral to contact you about this rural project, rural areas. That would be interesting because focus is urban development, I understood like this, but for Russia and also maybe for Northern Caucasus, that's nearby the region we are working regionally, could be interesting. Also have a Russian partner. Thank you for this information. Yeah, auf jeden Fall. Yeah, gerne. Genau, danke für diese vielen spannenden Inputs. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen die Brücke geschlagen dahin, wo wir jetzt auch als nächstes hin wollten, nämlich so ein bisschen von den Kooperationen hin zu den Themen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist es oft ja global geframed als Global Challenges, Global Topics und so weiter. Wenn man dann sich konkrete Projekte ansieht, merkt man ja doch und auch Diskurse ansieht, wie die Medien schreiben und so weiter, sieht man ja doch, dass diese Themen oft kontextspezifisch sind und ganz sich unterscheiden, dann auch je nach Land, je nach Ort, je nach Gruppe, die darüber spricht. Wir sehen in der Schweiz zum Beispiel gerade, dass so Themen wie Klimastreik, ökologische Landwirtschaft, bestimmte Abfallprobleme und so weiter sehr stark verbunden werden, mehr verbunden werden mit Nachhaltigkeitsthemen vielleicht als viele anderen, die da noch potenziell auch in Frage kommen würden. Und wollten euch deshalb genau als nächstes fragen, und ich glaube, ihr habt jetzt schon viele Themen genannt, deshalb vielleicht nochmal entweder kurz zusammenfassend oder wenn ihr denkt, dass es irgendwie noch zusätzliche Themen gibt, die da wichtig sind, wo ihr sagen würdet, in den Kontexten, zu denen ihr besonders arbeitet, was dort die prominentesten Themen in diesem Bereich sind, wie stark sie sich unterscheiden von dem, was woanders vielleicht auch unter dem Label Nachhaltigkeit
diskutiert wird und ob ihr diese Unterschiede vielleicht auch als eine Herausforderung an sich seht, dass sozusagen mit Nachhaltigkeitsdebatten an unterschiedlichen Orten so unterschiedliche Sachen verknüpft werden. Ich kann es anfangen. In der Ukraine sind etwas andere Themen, die medial im Mittelpunkt stehen, was vor allem Bürger und Bürgerinnen beschäftigt. Das ist in erster Linie zunehmendes Problem mit der Luftverschmutzung. Und dieses Problem ist ja nicht nur in den sozusagen Hotspots wie Donbass oder die Orte, wo tatsächlich Bodenschätzenförderung stattfindet und wo natürlicherweise Luftverschmutzung schon immer ein großes Problem war, aber ist jetzt auch in Kiew mittlerweile immer und wieder ein Thema, obwohl Kiew eigentlich deindustrialisierte Stadt ist. Da ist fast kaum was Erwähnenswertes von der Industrie. Aber da gibt es andere Quellen für die Luftverschmutzung. Da ist oft Waldbrände, die auch weltweit natürlich Problem ist, aber auch unter anderem in der Ukraine und andere Sachen. Tschernobyl ist ja nicht weit, da gibt es immer und wieder Grund, Sorge zu machen. Und das beschäftigt Leute immer und wieder. Und auch Abfallwirtschaft, da gibt es ja auch immer und wieder Probleme mit Luftverschmutzung. Also sprich, die Großstädte in der Ukraine, die sind jetzt mehr und mehr betroffen, was noch vor 10 Jahren kein Thema war. Aber das ist auch gewisserweise auch die Folge der Klimawandlung. Das zweite sehr großes Thema, beziehungsweise sogar so ein Themenbereich, das sind, ich würde das zusammenfassen als Folgen von Bodenschätzenförderung, alle mögliche. Und nicht nur klassische wie Steinkohle oder Eisenerz und so weiter, die sind auch so ein bisschen weiter draußen, Donbass und andere Gebiete. Aber auch jetzt moderne Probleme, zum Beispiel mit so einem Thema in der Ukraine mit Bernsteinförderung in Wolinien, ein Riesenthema. Ist natürlich ziemlich lokal, weitere Regionen sind weniger betroffen. Aber da entsteht wirklich so eine Mondlandschaft, wo Bernstein gefördert wird, weil also man kennt Bernstein eher so aus Baltikum, wo man dann irgendwo im Wasser Steinchen findet und man kann sich denken, was kann da umweltschädlich sein. In der Ukraine gibt es ja Bernstein in anderen Formen, sprich das liegt eben in der Erde, nicht so tief, das heißt, das ist so ein Tagebau. Und wird mit riesen Wasserpumpen sozusagen, wird ja die Erde weich gemacht und im Grunde genommen so gefiltert. Also ich bin da kein Mensch, der das Ganze schnell erklären kann, wie das geht. Aber die Folgen sind dramatisch für die Region und das ist auch ein Thema. Aber auch natürlich ein großes Thema ist die unkontrollierte Abholzung, gerade in den Bergen, in Karpaten, wo dann die ganzen Bergen plötzlich ganz waldfrei sind, weil natürlich man Holz als Industriematerial nutzt und vor allem für die Exporte, da kann man gutes Geld verdienen. IKEA spielt da auch gerne mit. Zwar IKEA natürlich sind nicht diejenigen, die abholzt, aber die kaufen sehr gerne ukrainisches Holz und da gibt es immer und wieder Leute, die das machen und das beschäftigt da die lokale Bevölkerung, weil das ist ja nicht nur ein optisches Problem, dass der Berg plötzlich nicht bewaldet, sondern ganz leer steht, sondern da sind enorme Umweltrisiken, die damit verbunden sind. Mit lokalen Umweltkatastrophen verbunden und so weiter und so fort. Und das Letzte ist sicherlich auch Abfallmanagement. Gerade das, was Angelina erzählt hat, diese urbane Entwicklung und die ganze
urbane Konzentration in urbanen Räumen, die nimmt nur zu, obwohl auch Ukraine hat ja auch negativen Bevölkerungszuwachs, also eigentlich Verlust. Aber in urbanen Räumen kommen immer mehr Leute und da sind Riesenherausforderungen für die Abfallwirtschaft, die immer noch sehr altmodisch organisiert ist, mit großen Mülldeponien, die schon über alle Grenzen platzen und die weitere Probleme verursachen. Und auch Wasser, Abwasser, diese Problematik. Also ich will jetzt nicht tiefer einsteigen, weil wir dann zu viel Zeit dafür nutzen werden. Aber das sind, glaube ich, die Probleme, die im ukrainischen Kontext, auch im medialen Kontext, immer größere Rolle spielen. Ja, vielleicht da bei Thema Abfall und Energie, da habe ich so jetzt aus meiner Erfahrung natürlich auch mehr auf der lokalen Ebene, weil wir da auch schon Projekte in beidem hatten, einmal Ukraine, Lviv und einmal Tula in Russland, so Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, da weiß Angelina vielleicht besser, wie das heute aussieht, aber oder ganz aktuell aussieht, dass in beiden Bereichen Abfall und Energie in Osteuropa auf der Ansatzpunkt noch immer ein relativ alter ist, wie das bei uns hier vor 40 Jahren auch war. Abfallbeseitigung, aber nicht Abfallvermeidung. Ich kenne es von Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien, dass man da anfängt, auch Abfalltrennung zu machen, Abfallvermeidung. Aber eben hier ist das ja voll in der Diskussion, eben die berühmten Plastiktüten, Plastikflaschen und so weiter, da gibt es absolut keine Ansätze. Und das ist natürlich das, was dann die Svalka Vollmacht von Städten und auch im ländlichen Raum und auch NGOs sind dann oft heldenhaft beteiligt, zu sammeln entlang von Flüssen oder Tourismusabfälle, aber eben vom Prinzip her das zu propagieren, auch in internationalen Projekten und vor Ort auf der lokalen Ebene eben auch Abfallvermeidung, Abfalltrennung und sowas zu machen. Ein anderer Bereich wäre Energie. Da ist noch sehr in den, ich kenne das auch aus der sowjetischen Vergangenheit, auch die Mentalität, wir müssen Energie erzeugen. Energie sparen bringt nichts, es muss großtechnisch gedacht werden. Also letztes, Atomkraft ist klimafreundlich und so weiter, das ist noch sehr verbreitet. Also eben in Belarus ist ein besonderer Fall mit Lukaschenko, aber es ist ja jetzt gerade wieder ein neues Kraftwerk mit sowjetischer oder russischer Technologie gerade erst wieder ans Netz gegangen. Also und das geht auch sehr in unsere Richtung, dass auch strategische Entscheidungen hier bei Organisationen, die NGOs oder Universitäten oder auch Energieingenieure fördern, solche dezentralen Projekten zum Energiesparen zu fördern. Da hat hier bei uns auch noch nicht das Umdenken eingesetzt, weil das, was man als Entwicklung oder Transitionszusammenarbeit macht, ist auch noch viel oft Technologieförderung und Energie erzeugen, aber nicht Energie sparen. Und ich komme natürlich auch wieder von der lokalen Ebene. Und wenn es noch eine Minute hat, könnte ich auch noch drei Bilder zeigen aus unseren Projekten. Eben da braucht es bei uns ein Umdenken, also wie man mit wem arbeitet man zusammen, eben auch mit NGOs, wie geht man in Richtung Abfallvermeidung oder Energie sparen mit Politikern und Technikern in osteuropäischen Ländern und wie wird das hier gefördert? Also das geht ganz auch an unsere Institutionen, DEZA in der Schweiz, GIZ oder auch Global Environmental Facility oder auch an euch oder an Angelina auf der Klimaebene, also da auch anzugreifen, wenn man das auch nicht so schnell nachweisen kann, das ist nicht technisch wird nicht Energie gespart, sondern dezentral, da kann man also die Wirkung schwerer nachweisen, aber da muss man auch mal rein. Das geht ganz ja noch in Richtung in unsere Organisation. Ist gut, dann okay. Würden wir zu... wir hatten ja schon, also jetzt so unterschiedliche Nachhaltigkeits... Oder Angelina, wolltest du noch ergänzen, gerade noch zu dem Punkt, die wichtigen Nachhaltigkeitsthemen noch in... Ja, wenn das noch... Ja. Hallo. Maybe add a few. Can I also actually do the screen share? I also wanted to show something. Speaking about the environmental priorities in Russia, I wanted to show just a very recent poll, which I'm showing right now at the screen.
It's in Russian, but I believe quite a lot of participants are reading Russian, so that should not be a problem. And I also comment on that. So this is one of the latest ROMIR studies about environmental agenda in Russia and environmental problems and attitudes of Russians towards environmental problems and climate change. And you see quite a number of problems mentioned. From this, I would say, like, on an everyday level and in an everyday, urban context, I would say issues of waste management, which were also mentioned by Heino, are of very large importance. Then air and water quality. And then I would say green areas, parks, and protest campaigns against unsustainable development and unsustainable urban development. A lot is being built and people are protesting against construction of a new highway, demolition of a park. People unite themselves to form grassroots groups. And very often when I'm trying to analyze these movements, and these movements have already actually been on the rise in the last few years, I usually put them in a number of categories. And I would say category number one would be pure protest groups. So groups which form around a particular cause, and then they either dissolve after the cause is solved, or they reorganize themselves and start working on other issues. Some of the groups also unite in associations, like there are associations in Moscow and St. Petersburg of groups which work on parks, on an issue of parks and like demolition of parks and green areas. And they exchange information, they help each other, they do PR, they help with legal cases, they maybe do crowdfunding together. So yeah. Then the second kind of group, the second kind of movements, I call them DIY movements. So those are the ones who are trying to substitute for non-existent municipal or state infrastructure. Say, if in a particular region there is no infrastructure for recycling and also for collecting of separately gathered trash, they might create their own infrastructure. One good example of such groups would be Razdelnyy Zbor, which is a movement across many cities in Russia. And before recycling facilities and especially collecting facilities for various kinds of waste have started appearing in Russia, and they are appearing in some cities across Russia. They are the ones who were providing facilities where people could bring plastic, glass, and other fractions, say every Saturday. So they would be doing it. Then the third kind of groups, I would call them watchdogs, the environmental watchdogs, and they're trying to make sure everything is going well, or they're trying to make it sure and to make it public when something is not going well. They're the ones who are paying attention to cases of environmental corruption, to cases of environmental pollution. Yeah, so they're working a lot in this issue. So just to mention the whole, it's probably not even the whole diversity of the groups, but pretty much just a few. I'll probably stop here. Vielen Dank. Wir hatten jetzt so quasi selbstverständlich schon die ganze Zeit von Nachhaltigkeit, Sustainability gesprochen, als so ein Framing, unter dem Politiken ablaufen, sich Gruppen organisieren und so weiter. Das vielleicht auch wieder so ein bisschen aus einer westlichen Perspektive, wo wir eine starke Institutionalisierung sehen von Nachhaltigkeitsprogrammen, Diskursen, Politiken, auch ein Mainstreaming oder eine Verbreitung in ganz unterschiedliche Bereiche, also in Bereiche der Politik, aber auch Bereiche der Wirtschaft, wo sich Unternehmen beispielsweise gerne so einen nachhaltigen Anstrich geben und teilweise wirklich auch was tun, aber eben auch mit diesen Labels Werbung machen. Seht ihr dann solche Tendenzen eben der starken Etablierung, Institutionalisierung, des Mainstreamings, der Nachhaltigkeitsdiskurse mit ihren Vor- und Nachteilen auch in der Ukraine und in Russland? Oder würdet ihr dort das, die Entwicklung anders beschreiben? Darf ich anfangen?
gewisserweise natürlich ist Nachhaltigkeit auch ein Modebegriff, auch in Osteuropa. Allerdings deutlich, deutlich weniger, als man das aus Westeuropa kennt. Warum so ist, da sind, glaube ich, sehr verschiedene Gründe dazu, kann man nennen. Angefangen davon, dass Umwelt, das gehört zu Commons, zu so Gemeingüter. Und gerade Osteuropa mit den sowjetischen Erfahrungen, mit kommunistischen Erfahrung, tut sich schwer gerade mit solchen Begriffen wie Gemeingüter, weil der Pendel der Geschichte sozusagen geht ja in Osteuropa in die andere Richtung. Jetzt ist alles sozusagen schlecht, was in Sowjetunion war, sprich Kollektivismus, sondern die Tendenz ist eher sozusagen zu Individualismus, eher diese liberale Richtung. Und da spielen die Begriffe Gemeingüter, Gemeinwohl eher kleine Rolle. Das ist leider so. Es gibt viele Initiativen, die versuchen, dagegen zu wirken, aber Mainstream ist eher so. Das Zweite ist ja grundsätzlich so diese paternalistische Haltung, dass die Bürger gehen davon aus, dass gerade diese übergreifenden Probleme wie Umweltschutz, das muss der Staat machen. Wir sind kleine Bürger, wir kämpfen für unser Überleben. Wir verdienen Geld, um uns zu ernähren. Und der Staat soll sich um diese großen Fragen kümmern. Und der Staat natürlich kümmert sich meistens um nichts. Bloß noch dazu, selbst wenn Bürger gewisses Umweltbewusstsein schon haben, das trifft vor allem für die urbane Räume, dass man tatsächlich sieht man gerade bei jungen Generationen, dass da sind viele modische, gute Tendenzen zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz da, auch die Mülltrennung. Es gibt sogar Bürger, die das initiieren, obwohl die urbane Abfallwirtschaft das nicht leisten kann. Es gibt trotzdem Versuche, Pilotprojekte zu machen und so weiter und so fort. Aber leider die größte Umweltverschmutzung, gerade in Osteuropa, das ist eher nicht das, was die Bürger leisten mit Plastiktüten und so weiter, obwohl das verschmutzt natürlich auch die Umwelt, aber das, was die Industrie macht. Und die Industrie, die liegt in den Händen von Oligarchen bekannterweise und sie kümmern sich da wirklich ganz wenig um solche Faktoren, weil ihre Vorgehensweise ist generell, die nutzen die vorhandene Infrastruktur, industrielle Infrastruktur, die sie aus Sowjetunion-Zeit geerbt haben oder einfach in 90er Jahren geraubt haben, sozusagen an sich gezogen haben. Und sie nutzen das aus, ohne groß zu investieren. Sprich, wenn da alte Metallurgiebetriebe stehen und man könnte daraus was machen und ein bisschen Geld verdienen, dann verdient man Geld. Selbst wenn Technologien schon uralt sind und eigentlich sehr umweltverschmutzend sind, man nutzt das. Und da macht man sich wenig Gedanken. Zum großen Teil auch, weil gerade diese Oligarchen, ihre Wohnsitze sind ja meistens auch nicht in der Ukraine, beziehungsweise nicht nur in der Ukraine. Achmetow hat da mehrere Villas in der ganzen Europa und alle anderen auch. Das heißt, auch ihre Denkweise, sie denken ja nicht, dass sie hier leben werden und vielleicht auch nicht ihre Kinder. Für sie ist es ein Kostenfaktor und alles, was Kosten bringt, mögen sie nicht. Gewinne machen sie gerne, aber Kosten eher weniger. Und das vielleicht die letzte Dimension, warum gerade diese Themen nicht so Modebegriffe sind, wie wir aus dem Westen kennen, weil es immer noch die wirtschaftliche Situation bei durchschnittlichen Bürgern immer noch sehr angespannt. Das Geld ist sehr knapp und wie man kennt aus der berühmten Maslow-Pyramide, man kümmert sich zuerst um das Wichtigste, um physiologische Bedürfnisse
Und Umwelt gehört eher nicht dazu. Ich würde das anders sehen, aber die meisten Leute sehen Umweltprobleme und Nachhaltigkeitsprobleme eher irgendwo in dieser Pyramide in der Mitte, wenn nicht oben. Quasi als Luxusgut, was der reiche Westen sich leisten kann, aber wir arme Osteuropäer, wir kümmern uns um unser Überleben und Umweltprobleme lösen wir dann später. Und auch generell, Ukraine hat auch so eine ambivalente Haltung zu sich selbst. Ukrainer mögen natürlich nicht, wenn Ukraine als dritte Weltland bezeichnet wird. Aber gleichzeitig, wenn es um Umwelt und Nachhaltigkeit geht, gerade bei diesen internationalen Umweltverhandlungen, dann versteht die ukrainische Delegation sich gerne als globaler Süden, sozusagen, dritter Welt sozusagen, mit allen natürlich Konsequenzen, nach dem Motto, wir sind Opfer und ihr solltet Geld geben, unsere Probleme zu lösen, weil wir davon gelitten sind und so weiter und so fort. Hier höre ich auf, weil sicherlich Kollegen haben da zu ergänzen. Ja, ich könnte da, ich habe eben da rausgehört, eben die, also erstmal zu den wirtschaftlichen Sorgen. Das kenne ich auch sehr gut. Wer kümmert sich da um Nachhaltigkeit oder wer versucht so im Alltag eben wieder mal den Leuten in den Haushalt geguckt, was ich ja manchmal machen kann, da bei solchen Vor-Ort-Außenaufenthalt und früher auch. Beispiel Tbilisi, georgische Hauptstadt, da gibt es tatsächlich solche Ökoläden, landwirtschaftliche Bioprodukte und so weiter. Ne? Und wer geht da hin? Ja, wir, die Expats und vielleicht die Oberschicht, aber die hält es auch nicht so richtig für notwendig. Und eben die anderen sagen, das kann ich mir nicht leisten. Oft sind das dann auch Exilanten, die dann Bauernhöfe auf dem Land vorbildlich beschreiben. Die Marktkette ist sehr gut, die liefern das in die Stadt, aber das kann sich keiner leisten. Und da kommt dann immer so eine Diskussion auf. Die kaufen dann eher in den schon aufkommenden chinesischen Ketten in Georgien die Billigprodukte, wo keiner so weiß, wo das herkommt. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt kommen. Eben, ich habe bei Ihnen, Herrn Savin, eben rausgehört, also die Generationen, also in der jungen Generation und auch mit Studierenden, wo wir dann solche gemeinsamen, wir sagen Real-World-Labs oder früher haben wir gesagt Feldstudienkurse machen und vor Ort, eben was ich eben angedeutet habe, diese konkreten Projekte machen, da merkt man ein Umdenken und da versuchen wir, also zum Stichwort Transformation auch anzusetzen. Das ist sicher noch ein langer Weg, aber es kommt eine neue Generation. Und dass man von Transformation auch, das ist jetzt bei uns auch der Superbegriff Transformative Learning und Transformative Education, also dass man versucht, diese Leute, die anders denken, abzuholen sozusagen als Change Agents, muss man wieder was Englisches sagen, es gibt also Leute, die zur Veränderung beitragen, dass man die mit unseren noch weit weg westlichen Konzepten vielleicht unterstützt und eben bei Wirtschaft. Und die Forschung, die dazu gemacht waren, besonders in der Technikforschung, da kommt auch die Generation an. Die Professoren, auch mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja auch ehemals sowjetische Professoren, die sind sowjetisch geprägt. Und auch, ich sag mal, mein Professor in Georgien damals, wenn der was zu Nachhaltigkeit, oder damals hieß es noch rational neue Prirodopolsovanie, also rationell die Natur nutzen eben, diese Rohstoffausbeutung. Und wenn ich da was Kritisches geäußert habe, dann hatte der die Einstellung, Professor Skasal, Box Skasal. Also was der Professor sagt, ist gottesgleich. Da konnte man auch nicht dran gehen. Und diese beiden Generationen gibt es jetzt eben auch noch, aber es ändert sich. Und da versuchen wir auch, oder versuche ich auch persönlich, da zu fördern, eben die jungen Leute, wo man sagen kann, die können meistens gut Englisch, haben Auslandsaufenthalte, haben die Nachhaltigkeit gefressen, können argumentieren, aber, und da ist da fehlt der Link, wissen oft, waren ganz oft im Ausland, kennen fast ihr eigenes Land nicht mehr, und da natürlich die Städte schon, ich komme ja von der ländlichen Entwicklung, kennen aber nicht die Verhältnisse vor Ort, wenn es um ländliche Entwicklung geht, und da so eine, also dass die Professoren ein bisschen davon wegkommen, da arbeiten wir dran von Professor Skasal, Box Skasal,
und die Jungen sich trauen, also dieses Wissen aufzunehmen, dieses lokale Wissen. Und deswegen machen wir eben diese Reallabore. Jetzt im Moment auch mit den Osteuropa-Studien Uni Bern planen wir das. Ist jetzt alles verschoben worden um ein Jahr zu diesem Energie-Demand-Zeitmanagement, also zu Energiesparen vor Ort in Borislav in der Ukraine. Und nebenbei, was Sie gesagt haben, Herr Samin, kommt dann natürlich auch raus, dass das auch ein kleines Projekt ist, aber nebenan sind die Kahlschläge und da fällt immer wieder unter der Hand IKEA, der Begriff, also wo das Holz wohl hingeht. Und da kann ich auch noch so einige Geschichten erzählen, was die Direktoren der Les Ross dafür Geschäfte machen. Aber wir versuchen es trotzdem mit kommunaler Forstwirtschaft dort einen Einblick zu, also Einstieg zu kriegen, immer mit dem Sinn, auch einen Generationenwechsel hinzukriegen oder zu fördern. Wenn dann das westliche Projekt kommt, die westlichen Studenten, dann kann das manchmal gelingen und Austausch da ist. Wir haben ja am CDU oft auch Austauschstudenten aus Osteuropa zu Gast, die lernen dann hier bei uns auch. Ne? Aber ich versuche dann immer auch also ohne die alten Herren, meistens sind es ja oder auch alten Damen aus den Akademien der Wissen, da geht es auch nicht ohne, weil die haben das Wissen über ihr Land. Okay, das dazu. Angelina möchte bestimmt auch noch was sagen, nur ganz kurz. Wir sind schon so mitten in der Diskussion, die Zeit vergeht. Ich möchte wirklich das Publikum auch auffordern, bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie auch Fragen haben an unsere drei Referentinnen und Referenten, stellen Sie sie doch in den Chat, dann übergebe ich jetzt gleich wieder an Angelina. Ja, vielen Dank. I'll try to put it in quite short. Well, first of all, I would agree to what the previous speakers have said, but I will not stop here. I'll mention a few other aspects which I find important. I would say when we speak about sustainability issues, well, at least with regard to Russia, I would like to mention a number of additional factors. One of these factors would be international pressure, either direct pressure or indirect pressure. Say the plans of introduction of a carbon border adjustment mechanism in the European Union as part of the Green New Deal is a very big story for Russia, and it's a very big story for Russian companies. Likewise, say requirements for forestry and wood products imports out of Russia once again to the European Union and certificates of the origin of this wood once again is another driver. So I would say global drivers, both in terms of requirements, certification. So this is one way. Another way is also, especially I feel like with regard to younger people, like younger urban people, they look at the world. I mean, before the COVID, they used to travel a lot and they see the way people live elsewhere, the way cities are being managed. And they also want to take some of that experience back into their country. And this is why here, once again, especially in the urban context, there's a great urge and there's a great need for more sustainable practices, say in the city management level or in the everyday, conscious consumption level, responsible consumption. All these topics are coming to the Russian agenda, like being young and vegan is cool. Like there are vegan cafes appearing all over the place, organic products. There's been a new legislation passed on organic certification in Russia because before that, everyone used to write eco product or something. Like now they're trying to make it more organized. There are so many, like dozens of all this young and trendy eco bloggers who are all trying to show you how to live sustainably. And they're all trying various products to say, okay, is this sustainable? I don't know, what is this made of? What is the carbon footprint of this? So yeah, I would say this is also the fashion, the trend, the fashion, I would say it's also there. Then another driver, also in case of Russia, I would say the environmental protests. I already mentioned a number of environmental grassroots movements, but particularly environmental, like massive environmental protests in a number of regions in Russia, they've been quite in the news, in the media, like everywhere. And they're the ones who made decisions being changed and made decisions being reversed. Just to mention a couple of stories, one of the stories would be the Zhiz case, which is in the north of Russia, in the Arkhangelsk region. This is where they had the plans to build the largest in Europe landfill where household waste from Moscow will be taken to.
and Moscow produces around 1/5 of all household waste in Russia. And there were massive campaigns against this. And obviously these campaigns had also something to do with the regional divide in Russia, because people in Arkhangelsk and in Komi, because that was right on the border between two regions, they obviously don't have this level of life as a standard of life as people in Moscow. And they feel like Moscow is dragging out all of the resources from these regions and then gives away back its waste. Like, it's like such a, this is like pure inequality, environmental inequality. This is just pure externalities being present like in no other theory, in no other book. So that was a massive campaign with people campaigning with very, like, not all this advanced bloggers and influencers and whatever, just very common people who knew nothing about environmental agenda before. And the decision has been changed. They're not building it anymore. Likewise, another recent case in Bashkiria, protests against plans to extract soda bicarbonate from a sacred mountain in Bashkiria, in Kushtau. Here, once again, very strong regional protests. It's very often the case that local government has been changed from the federal government because they realized they're doing something wrong. It's going to be a different decision. And once again, another, well, success story. Now, all these particular stories, they don't mean that such campaigns always win. But if a campaign is truly massive, if a campaign is seen by the Russian authorities as a true, authentic Russian campaign and not in any way supported or promoted from the West, then the cases that they win, so to say, are pretty big. Now, the question is, does it mean it's good for the environment? Like, not always, because if a particular polluting facility is not being built in one region, it can be built in the neighboring region. And then in the neighboring region, there might not just be enough people to, and enough passionate people and people with enough free time to organize such a campaign. So in a way, it's always case by case. And in a way, very often, it's just case by case, and we never know what it comes to and where it leads to. But those are still pretty amazing cases. Well, I'll probably stop here. I had a lot of other stories, but I realized we don't have enough time. Danke. Ich hab eine Menge Fragen, aber die mir jetzt gerade zuvorderst ist, ich fand das sehr spannend, auch zu sehen, dass ich habe den Eindruck gewonnen, dass es wie so eine Blogosphäre gibt, ja, von vielen, auch vor allem jüngeren, sich für die Umwelt interessierenden Menschen. Und das ist aber so ein gewisses, ja, Soziotop, denke ich, für vor allem urbane, gebildete, jüngere Menschen mit einigermaßen gutem Einkommen. Und die, sagen wir, die Mainstream-Medien, wie sieht da die Berichterstattung aus über Umweltthemen? Also in der, sagen wir, in den großen Fernsehkanälen, in den großen Zeitungen, die sich an eine breite Bevölkerungsschicht richten. Wie wird da über Umwelt und Nachhaltigkeit berichtet? Also gibt es Themen, die so zum Beispiel aus Ihrer Sicht sehr unterrepräsentiert sind, die ganz anders repräsentiert werden oder viel weniger als in den sozialen Medien, wo man sich eher austauscht? Das wäre noch ein Aspekt, wer auch immer von Ihnen darauf antworten möchte, das fände ich spannend. Ich kann gerne anfangen. Zur Ukraine. In der Tat in Medien, ich würde mir wünschen, dass da mehr zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel berichtet wird. Und zwar auch nicht unbedingt, weil es wird sehr viel berichtet über Katastrophen, über Schaden, über schlimme Folgen. Das ist leider, ukrainische Medien sind ja alles anderes als Constructive Journalism. Ist alles irgendwie schlimm und noch schlimmer und morgen sterben wir alle. Hat man den Eindruck, wenn man ukrainische Nachrichten gesehen hat. Da versuchen wir als DW-Akademie ein bisschen gegenzuwirken, aber ist ja nicht so einfach. Was da fehlt, ich finde, sehr unterbeleuchtet ist ein Thema der Energetik. Die ganze Energiewirtschaft ist völlig marode und muss eigentlich dringend
modernisiert werden bzw. grundsätzlich umgedacht werden. Angefangen von Thema, was Herr Mesen angesprochen hat, dass an Energiesparen denkt keiner. Energie ist da. Der große Faktor, das kostet immer noch ganz wenig. Energie in der Ukraine kostet umgerechnet 5 Euro Cent Kilowattstunde. Und natürlich, da gibt es relativ wenig Anreize, irgendwelche Sparmaßnahmen vorzunehmen, weil das nichts kostet. Und das ist eine bewusste Regierungspolitik, dass diese Preise subventioniert sind für die Bevölkerung. Für die Industrie kostet das deutlich teurer, aber das ist die andere Geschichte. Aber es gibt auch großes strukturelles Problem. In der Ukraine zum Beispiel 50% von der Stromproduktion, das kommt von der Kernenergie. Und das sind diese alte sowjetische AKWs, Tschernobyl-Typ meistens, mit alten Reaktoren. Die funktionieren einigermaßen, sogar relativ gut. Aber ihre Kapazitäten sind ja schon eigentlich erschöpft. Die waren gebaut für 20 Jahre und die meisten von denen sind schon über 20 Jahre alt. Man verlängert sie natürlich mit dann kleinen Reparaturen und so weiter. Aber das bringt ja hohe Sicherheitsrisiken, weil diese Tschernobyl-Typ-Reaktoren sind ja grundsätzlich nicht ganz so sicher. Und B, wenn sie über 20 Jahre alt sind, dann kann das jederzeit in die Luft gehen. Das ist eine Sache. Und selbst wenn die Maßnahmen, die unternommen werden, tatsächlich Sicherheit bringen, länger als 30 Jahren werden sie nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen, weil da einfach gewisse Prozesse laufen, die das unmöglich machen. Allein der Reaktorenkessel, das kann man nicht wirklich reparieren. Da muss man dann komplett ersetzen. Und dafür gibt es ja null Konzepte. Sozusagen, man setzt auf die Kernenergie, aber die Kernenergie in ein paar Jahren wird ja nicht mehr vorhanden, weil die Reaktoren zu alt sind und neue zu bauen. Dafür gibt es eigentlich kein Geld und keine Ideen, wie das gebaut werden kann, weil westliche Technologien sind sehr teuer für die Ukraine. Russische werden vielleicht günstiger, aber durch den russisch-ukrainischen Krieg sind die Kooperationen so gut wie abgebrochen zwischen Rosatom und ukrainischen Behörde. Daher man ist sozusagen jetzt Vollgas in so einer Ungewissheit, weil es gibt auch keine alternativen Kapazitäten, wie der Strom produziert wird. Zwar gibt es schon kleine Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren, und dann ist der Bad Guy Achmetow, den ich erwähnt habe, interessanterweise Good Guy, weil er investiert enorm in die erneuerbare Energie, sprich Windkraft und auch Photovoltaik, weil das Geld bringt, wegen grünen Tarif. Das ist ein Gewinn für ihn und er investiert ziemlich großes Geld. Aber es ist immer noch alles unter 10% von dem ganzen Energy-Mix der Ukraine. Und leider davon gibt es null Diskussion. Gibt es natürlich kleiner Kreis der Fachleute plus noch ein paar Aktivisten, die das als Problem sehen und immer und wieder das ansprechen. Aber leider, da gibt es keine gesellschaftliche Diskussion. Man lebt so, als ob morgen irgendwie nicht kommt. Man lebt nur mit dem heutigen Tag und macht sich keine großen Gedanken. Aber auch natürlich, dass generell diese Problematik der Klimawanderung, Klimaveränderung, das kommt ja auch viel zu kurz in Medien. Es gibt sogar so eine heimliche Haltung der Bevölkerung und auch der Politik nach dem Motto, Ukraine mit dem relativ kontinentalen Klima wird sich sogar davon profitieren. Also das Klima wird wärmer, bei uns wird auch nicht mehr so hart.
weniger Schnee und weniger Probleme und so weiter und so fort. Man sieht aber auch die andere Seite der Medaille nicht mit allen Naturkatastrophen, die auch in der Ukraine sich häufen. Und da gibt es leider wenig Diskussion. Und auch die Bewegung, die man in Westeuropa jetzt so intensiv erlebt, mit Klimastreik, mit Greta und mit allen sonstigen, das ist in der Ukraine, das gibt es, aber das ist sowas von klein und leider nicht relevant im Großen und Ganzen. Und medial kommt das auch viel zu kurz. Und wenn der Greta im ukrainischen Fernsehen ist, dann ist es eher sozusagen in irgendwelchem Comedy-Format oder politische Satire. Da nimmt man gerne die Figur als etwas Exotisches und das, was man nicht nachvollziehen kann, und zeigt sozusagen, schaut, das ist die westliche Welt, die tickt anders als wir. Wir kümmern uns hier ums Überleben und der reiche Westen kann sich das leisten. Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz auf den Punkt mit diesem Energiesparen oder Demand-Side-Management zurückkommen, eben weil das in der Ukraine und auch in Russland wenig auf der Agenda ist. Das könnte vielleicht auch, da gehe ich auch in Richtung Angelina, an den Klimaverhandlungen oder NGO-Klimatagungen mehr einzubringen sein. Also dass man das nicht nur generell einbringt, sondern auch konkret mit Projekten, die es sicher schon gibt. Also ich nenne ein Beispiel, die berühmten Katelnayas in ländlichen Gebieten, wo dann so riesige Öfen stehen, wo die Schule und der Kindergarten und vielleicht die Verwaltung damit geheizt werden. Das ist im Grunde eine Fernheizung und vom Ansatz gar nicht so schlecht. Und da kann man auch Technologiewandel machen mit einfacher ukrainischer Technologie. Das heißt Kraft-Wärme-Kopplung, also dass man auch lokal, dezentral gleichzeitig Strom erzeugt und die Schule noch heizt. Und das ist nicht so ein großer Umschwenker. Und solche Öfen, wir haben das jetzt vor Ort in Borislav auch gesehen, gibt es. Das ging sogar mit Holz oder mit Abfallholz. Das ist auch unser Projekt zusammen mit der Schweizer WSL, also der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, was auch von Schweizer Forschungsinstitutionen gefördert wird. Also so als Hint auch, weil ich merke, Angelina ist da sehr international tätig, sehr auf den Konferenzen tätig, versuchen dort auch so könnten wir vielleicht sogar machen, dieses Projekt mal von der lokalen Ebene Borislav zu bringen. Das kommt bei uns im sogenannten Policy Dialog auch immer sehr gut an, weil die Leute, eben auch Fachleute und auch diese Kreise, da sind ja auch Wissenschaftler dabei, muss ich mir auch anziehen, die auf den Konferenzen dann vorstellen, dass da oft einfache, konkrete Lösungen vor Ort untergehen oder einfach nicht gezeigt werden, sondern man bleibt bei dem ebenso, ich sage es an dem Beispiel, man sagt, wir müssen mehr Demand-Side-Management machen. Vielleicht verstehen die Politiker das gar nicht so im Osten, aber dann mal so ein Projekt zu zeigen, das könnten wir sogar mal anbieten. Und es ist auch unser Interesse, dieses einfache Herangehen an die Sache von unten zu propagieren, auch in Richtung von geldgebenden Organisationen in der Transitionszusammenarbeit. Bieten wir an. Shall I catch up now or are we running out of time? Doch bitte, und danach haben wir noch eine Frage aus dem Chat. Right. I would agree and stick to pretty much what the others have said. On my side, I would add the following. In the Russian context, I see more environmental coverage in the last years, coming in all kinds of media, in online, in print, even in television. Television, since it's almost 100% controlled in Russia, I would say it comes in a very specific format. Sometimes it covers local environmental problems and regional environmental problems. It covers issues of waste and waste management. It covers issues of this sustainable and responsible lifestyles. It covers issues of, say, forest fires in Siberia. Yeah. It does not speak so often about environmental problems connected with particular polluter, if that polluter is an important actor, say nothing against nuclear energy
or nothing against even like coal generating plants, even though they're private ones in Russia, they're still very powerful. So I doubt TV will speak against them. But then, still some local environmental problems do come up in television coverage. Climate change, not so often, maybe mostly with connection to forest fires or melting permafrost or the Arctic. And likewise, like in the Ukraine, Greta on Russian television was often portrayed as a weird character with a sarcastic touch. But then if we look at the wider coverage, say in online and online media, which plays a very large role in the Russian context, it's not only that it's just the young and trendy urban hipsters are using online media. It's in many regions across the country, online now is the leading provider of information. It's also obviously the question, what is it that people read online and where they get the information? But we would not go too deeply into that debate. I also feel like one of the great differences in media landscape and in media consumption between, say, Russia and many other European countries is that Russia in the 90s haven't had that much of a chance to develop professional quality media, which would have very large outreach to general public. This is why when digital native media outlets started appearing, they gained much more popularity and credibility than the traditional media. So online, everything's present. Specialized environmental media appearing, specialized environmental bloggers appearing, specialized environmental Telegram channels appearing. So I would say there's a boom in environmental coverage and people want to learn more, people want to know more. There's obviously a lot of misinformation and fake news, like everywhere. I mean, when we had this recent case with the Norilsk Nickel leakage of diesel products in the Krasnoyarsk region, it was a very interesting case to follow. Like, which media channels wrote what, which have been paid for by whom, who were trying to whitewash the reputation of the company. So in a way, there's a lot happening and those are very interesting trends to follow. Ja, danke. Das war jetzt ein super spannender Übergang. Auch eben das Bild aus von Norilsk, von dem Oilspill, das haben wir ja in unserem Flyer dieses Jahr verwendet und ihr habt es alle eingangs gesehen. Jetzt würde ich gerne noch diese Frage aus dem Chat auch nehmen, die auch sehr spannend ist. Und zwar weist die Frage darauf, dass in der Schweiz Nachhaltigkeit seit einigen Jahren eine relativ zentrale Rolle in der Bildung hat, also sowohl an der Uni als auch in den Lehrplänen für die Volksschule. Und der Fragende möchte gerne wissen, wie die Situation aussieht in der Ukraine und Russland. Also wie wird dort, in welchem Ausmaß, auf welche Weise wird in der Bildung auf Nachhaltigkeit eingegangen? Ist das ein Thema und in welcher Form? Vielleicht, ja, Kirill, Heino, ihr könnt euch auch eine andere Reihenfolge wählen. Okay. Bitte. Wer fängt an? Kirill, du warst schon ganz engagiert. Ich kenne nur ein ganz kleines Beispiel, aber ich bin ja nicht Ukrainer und nicht Russe, kenne nur ein Beispiel vom Projekt, das wenig. Fangen Sie doch an. Ja, ich fange an mit erstmal generellen Bemerkungen, bevor ich direkt auf diese Frage antworte. Es gibt grundsätzlich in der Ukraine so eine Meinung insgesamt, dass der Westen hat bestimmte Kampfthemen etabliert. Dazu gehört Nachhaltigkeit, dazu gehört Genderfrage, dazu gehören Menschenrechte, die als gewisser Weise Kampfthemen da sind. Und man versucht mit diesen Kampfthemen gewisserweise lokale Öffentlichkeit zu beherrschen und gewisser Druck auf die politische Eliten zu machen, um sie zu kontrollieren und um sie ein bisschen gewisserweise sogar fernzusteuern. So ist dieser Narrativ, was ja herrscht. Und das erschwert ja eigentlich Popularisierung von dem Thema Nachhaltigkeit, weil man sieht das weniger als das, was wirklich in unserem Interesse ist, sozusagen. Wir wohnen hier und unsere Kinder und Enkeln werden hier wohnen und wichtig ist, dass
sozusagen die Natur gewisserweise in dem Zustand bleibt wie jetzt, sondern man empfindet das als etwas, was sozusagen ein bisschen fremd ist, sozusagen, es ein bisschen künstlich uns gebracht hat, wie auch die Gender so und Menschenrechte, also diese klassische westliche Themen, die immer noch da sind. Und deswegen auch in der Bildung, leider muss ich sagen, man ist noch nicht sehr vorangekommen. In der Schule, natürlich, ich bin da nicht der beste Experte, kenne nicht die letzten sozusagen Schulbücher und auch Schulcurricula, aber so wie ich das generell aus Medien empfinde, systematisch ist da ganz wenig. Ein bisschen in der Geografie natürlich, man hört da über Klimawandel, aber eher nur ziemlich oberflächlich. Man geht ja nicht ins Details. Es sei denn, und das ist die große Hoffnung, es sei denn, der Lehrer, der Fachlehrer, ist irgendwie Aktivist oder überzeugt von dem Thema und dann macht er das viel tiefer, als es eigentlich im Curricula steht. Und solche Beispiele gibt es immer und wieder. Und das bringt mir persönlich viel Hoffnung, dass gerade sozusagen einzelne Lehrer, und das sind keine Einzelfälle, sondern schon flächendeckend, gibt es immer und wieder Lehrer, die das für wichtig halten. Und dann bringen sie ihren Schülern oder ihren Studenten das deutlich tiefer bei, als es eigentlich vorgesehen ist. In Universitäten und Hochschulen ist das Thema, glaube ich, generell auch wenig vorhanden. Es sei denn natürlich als Fachthema, wenn es um die Ökologen geht oder Geografen geht, natürlich da gehört gewisserweise auch Nachhaltigkeit und Klimawandel grundsätzlich dazu. Aber wenn wir da über Mathematiker reden oder Philosophen oder Historiker, ich glaube, da kriegen Sie in Ihrem Studium ziemlich wenig davon mit. I'll probably catch up here. I would say that the situation in Russia is quite similar to what Kirill was just saying about Ukraine. It's not in the curriculum of the secondary school, like environmental. In some schools, it is being offered as a class which students can choose. And it's also very often that civil society actors, so the NGOs, are working with schools or additional educational programs, like vocational educational programs, and provide classes on environment, sustainability, climate change. There's actually, yeah, quite a number of NGOs which work on these topics, also with school children. In the universities, it changes slowly. There are now more courses available for the students which do not specialize in environmental studies or climate-related studies. Like last semester, or like this semester, I taught a class on climate change and climate change policies for philosophers at the European University in St. Petersburg. And I also taught a class on sustainability for the architects at the Marge School of Architecture. So I feel like there's a growing demand from, so to say, non-specialized areas for more information about these topics, because everyone understands that they are very important now. And they feel like the students might need this bigger picture, also understanding how all of the elements, all of the bricks get together. Ich kann höchstens da anschließen, also speziell für die Ukraine, ein ganz konkretes Beispiel mit Kollegen von der Forstuniversität. Und das ist eine ganz traditionelle, sehr wirtschaftlich orientierte Forstuniversität mit allen möglichen Ausbildungen, ein paar hundert Studenten. Und ich habe damals in einem Tempus Tatis, also einem EU-Projekt vor 15 Jahren, da mitgearbeitet, eine Abteilung für Environmental Economics aufzubauen. Und jetzt über das WSL-Projekt habe ich dann wieder angekurbelt, haben wir mit denen zusammengearbeitet und dann haben wir uns natürlich auch auf Konferenzen erst getroffen, ausgetauscht zu Nachhaltigkeit. Und sie publizieren jetzt sehr viel, nicht mehr in Environmental Economics, sondern in Nachhaltigkeitsforschung. Die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit sind immer drin. Das ist manchmal auch redundant. Also es wird sehr viel publiziert,
Also aus Forstsicht, Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Aber jetzt in diesen Field-Study-Kursen oder Reallaboren haben wir festgestellt, vielleicht wäre es auch im Transitionskontext oder post-sowjetischen Kontext notwendig, eine neue Dimension einzuführen der Nachhaltigkeit, und zwar den institutionellen Pfeiler. In Borislav haben wir festgestellt, im Grunde unser Projekt kann da vieles machen, auch diese Pilotprojekte, aber nachher läuft nicht. Es braucht eine Institution, also sowohl an den Universitäten als nachher, wenn man auch mit Lokalregierungen zusammenarbeitet, also sozusagen ein Change Agent, die wir hoffentlich ausbilden, der dann da sitzt in der Verwaltung und das institutionell weiterverfolgt. Weil wir haben, das erspare ich jetzt, das könnte ich auch noch erläutern, was es da für viele, viele institutionelle Hemmnisse in den Institutionen in der Ukraine, Forstwirtschaft, Bildungsministerium, Schulen, wo kriegen die ihre Brennstoffe her, gibt. Da braucht es jemanden, der mit langem Atem daran arbeitet. Also das wär meine Andeutung. Nachhaltigkeit, ja, aber oft im Kontext braucht es einen institutionellen Pfeiler, einen engagierten Change Agent oder Energieagenten in solchen Gemeinden. Das nur zu, was wir so rausgeschickt haben über Nachhaltigkeitsforschung dort und Nachhaltigkeitslehre, Bildung. Danke. Ja, ich finde, damit haben wir aber auch eigentlich einen sehr schönen Schlusspunkt erreicht. Wir haben ja hier wirklich drei ganz engagierte Change Agents erlebt. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren, dass Sie mit uns diskutiert haben. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich hoffe auch eben die Kontakte unter Ihnen einander, zwischen Ihnen werden weiter gedeihen und mit uns werden Sie in Kontakt bleiben. Ich hoffe, unser Publikum wird mit uns in Kontakt bleiben. Also Alexander, vielleicht willst du auch noch was dazu sagen, was das technisch bei dir funktioniert. Aber wir beide haben hier als Organisatoren auch sehr viel Freude an dieser Reihe gehabt und möchten das auch in welcher Form auch immer weiterziehen, den Konnex zwischen Umwelt und Osteuropa weiterpflegen. Und ich möchte alle, die sich dafür interessieren, wirklich einladen, weiterhin auf unsere Homepage zu gehen, auf die Microsite, die wir für diese Veranstaltung hatten, oder auch den Newsletter der Osteuropa-Bibliothek zu abonnieren, wo wir sicher auch weiterhin engagiert dann versuchen, das Thema weiter zu bearbeiten. Ja, von meiner Seite her möchte ich dann Ihnen allen eben danken, auch allen Studierenden, allen, die hier zugehört haben während des Semesters. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Sie haben Interessantes hier gefunden. Ich wünsche allen einen schönen, gesunden Jahresausklang, möglichst entspannt. Wir hoffen, in einem Jahr, wenn wir wieder eine Reihe machen, dass wir uns vielleicht mal live sehen. Das wäre auch schön. Auch wenn wir immerhin dadurch mit der ganzen Welt gesprochen haben, das war schon was Besonderes, aber es wäre auch schön, sich mal wieder vor Ort zu sehen. Ja, möchtest du auch noch ein letztes Wort sagen aus diesem Hörsaal der SOB? Möchten Sie, liebe Teilnehmende, noch kurz etwas dazu sagen? Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich finde, das war wirklich eine sehr spannende Diskussion. Und ich habe auch selbst viel was gelernt. Und ja, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Und bald sehen wir uns live, also nicht nur im Zoom. Und sonst, ja, vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr. Und ja, schönen Abend an alle und auch schönes Jahresende. Und alles Gute zum Weihnachten und Silvester. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Mein Zoom hängt so ein bisschen, das macht mir den Abschied von Zoom noch leichter. Das war schon zuvor mühsam. Herzlichen Dank, das war eine sehr spannende Diskussion. Es hat mich sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat. Ich habe auch sehr viel mitgenommen von dieser Diskussion, von der ganzen Reihe, und freue mich auf all die Wege, in denen es weitergeht. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Und ich bin auch sehr dankbar für den Kontakt und so, weil also eben von der Schweiz aus mit Russland, außer Forschung läuft relativ wenig. Da wäre auch ein Kontaktpartner in Russland zu haben, sehr interessant. Und Ukraine sowieso, weil wir eben dieses konkrete Projekt jetzt haben, auch mit den Osteuropa-Studien, die ja aus dem Osteuropa-Bibliothek hervorgegangen sind, und mit der zuständigen Professorin dort, dass wir zusammen, also die Nachhaltigkeitsstudierenden und die Osteuropa-Studierenden, dann mal in die Ukraine gehen, wenn es denn wieder geht. Vielen Dank. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich sehe, dass von 45 insgesamt sind jetzt noch 36, was eigentlich eine sehr gute Zahl ist. Das heißt, es war nicht ganz so langweilig.
was wir hier performt haben. Mir hat es Spaß gemacht. Dankeschön. Würde auch weitermachen. Wenn Publikum da irgendwie Fragen oder sonst was an mich hat, die Organisatoren haben Kontakte. Man kann sich wenden per Mail oder egal wie. Dankeschön und schönen Abend. Genau. Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank. Können die Referenten ja noch einen Moment hier bleiben und alle anderen verabschieden wir in einen ruhigen Abend.